In diesem Video möchte ich mit dir darüber sprechen, wie du Schmerzen nach einer Trennung, Trennungsschmerzen überwinden kannst und was da ganz besonders wichtig ist. Du leidest wahrscheinlich gerade sehr, wenn du dir dieses Video anschaust und ein Großteil von diesem Leid ist eben auf Trennungsschmerzen zurückzuführen. Und das Wichtigste ist erstmal, diesen Schmerz wirklich anzunehmen, ihn zuzulassen, ihn nicht wegzudrücken und dann auch bewusst mit diesem Schmerz zu arbeiten. Denn Trennungsschmerzen können tatsächlich auch eine Chance sein, auch wenn du das vielleicht gerade gar nicht so siehst oder wahrnimmst, weil es sich einfach nur furchtbar anfühlt. Aber dadurch, dass du es als eine Chance wahrnimmst und siehst und wirklich anfängst zu identifizieren, woher dieser Schmerz in dir kommt, dieses Gefühl, das du eigentlich loslösen möchtest. Wenn du die Ursachen kennst, dann kannst du auch daran arbeiten und sie auflösen. Da kannst du sogar daran wachsen. Und genau um dieses Thema soll es jetzt in diesem Video gehen, wie du das schaffen kannst. Erst einmal musst du verstehen, dass der Zustand, in dem du dich gerade befindest, immer gekoppelt ist an Erfahrungen. Wir machen in unserem Leben Erfahrungen, die speichern sich ab. Das wären dann meist unbewusste Muster. Gerade in der frühkindlichen Phase machen wir sehr, 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 sehr viele Erfahrungen. Und die rufen wir dann immer wieder ab. So, das bildet sich dann in unserem Unterbewusstsein. Und das bedeutet, wenn du da Erfahrungen gemacht hast im Bereich Bindung, Bindungserfahrungen, dazu gehören auch Trennungserfahrungen, dann ist genau das, was du da erfahren hast, auch jetzt in deinem Unterbewusstsein abgespeichert und wird genau in diesem Moment abgerufen, wenn es eben wieder zu einer erneuten Trennungserfahrung kommt. Und wenn du da bestimmte Erfahrungen hattest, die negativ waren, die dafür gesorgt haben, dass du dich nicht gut genug mit dir gefühlt hast, dich nicht geliebt gefühlt hast, dass Verlust entstanden ist, der dir Angst gemacht hat und so weiter, dann fühlt sich genau jetzt dieser Trennungsschmerz, den du da hast, für dich umso schlimmer an, richtig intensiv an, furchtbar an und verstärkt natürlich auf massivste Art und Weise deinen Liebeskummer und deinen Trennungsschmerz. Deswegen haben Verlustängstler ganz oft einen extrem starken Leidensdruck und versuchen einfach alles, um den Ex-Partner, die Ex-Partnerin nicht zu verlieren und rennen halt wie wahnsinnig hinterher und verschlimmern meistens dadurch noch die Situation. Natürlich ist Trennungsschmerz auch immer super individuell. Ganz wichtig, wenn du da Hilfe brauchst, ja, weil es eben so individuell ist, scheu dich nicht, den Fragebogen auszufüllen oder vielleicht eine Rückeroberung möchtest aus der Videobeschreibung. Schick ihn mir zu. In der Folge kann ich dir dann ein Coaching zukommen lassen, wo ich dir nochmal eins zu eins wirklich sagen kann, was für dich jetzt wichtig wäre. Entscheidend ist, dass du erkennst, warum du so extrem leidest gerade, wo dieses Leiden tatsächlich herkommt, es wirklich identifizierst, dich mit deinen Themen auseinandersetzt, egal ob du vielleicht gerade mit dieser Trennungserfahrung einhergehend eine ganz starke Verlustangst spürst, eine ganz starke Eifersucht, ein ganz starkes Vertrauensproblem sich entwickelt oder du dich nicht gut genug fühlst, dich abgewiesen fühlst, deine Selbstliebe komplett eingebrochen ist, was es auch ist. Diese Themen musst du im ersten Schritt sichten und für dich identifizieren. Das ist ganz, ganz wichtig, denn genau diese Dinge verstärken erst einmal deinen Trennungsschmerz. Wenn du beispielsweise in der frühkindlichen Erfahrung, in der frühkindlichen Zeit, ja, das hat man auch die Prägungsphase, die Erfahrung gemacht hast, dass du Verlust durchlebt hast, weil Mama oder Papa irgendwo hingegangen sind und in dem Moment warst du allein und das hat sich für dich schrecklich angefühlt. Und
Dadurch hat sich Verlustangst entwickelt oder Angst vor Einsamkeit. Und du gehst jetzt durch eine Trennungserfahrung und wirst verlassen und bist wieder einsam, dann fühlt sich das für dich umso schrecklicher an und der Liebeskummer ist umso intensiver. Würdest du also diese Bindungserfahrung, die du damals gemacht hast, jetzt in dir wahrnehmen, oh Gott, ich spüre gerade eine Riesenangst vor Einsamkeit, ich spüre gerade ein ganz großes Gefühl von nicht gut genug sein, ich spüre gerade ganz starke Verlustangst und diese Ängste in dir oder diese Themen in dir sichten, aufschreiben und heilen, transformieren, würde dann automatisch auch der Trennungsschmerz extrem nachlassen. Drückt diesen Schmerz, den du da fühlst, also nicht weg, sondern mach aus diesem Schmerz eine ganz bewusste Erfahrung. Eine Erfahrung, die du jetzt mit ganz viel Achtsamkeit für dich wahrnehmen kannst und die dir dabei hilft, mehr über dich zu erfahren, mehr darüber zu erfahren, wo dieser Trennungsschmerz herkommt, welche Themen von dir oder auch in deiner Kindheit dahinter liegen und wo es deswegen Veränderung, Transformation, Weiterentwicklung braucht. Ohne dass du eben diesen inneren Kindmuster nachgibst, anfängst jetzt dem Ex-Partner, der Ex-Partnerin hinterherzulaufen oder etwas anderes, sondern vor allem mit viel Fokus und Bedachtheit auf diesen Schmerz, in diesen Schmerz reingehen und deutlich identifizieren, was ist jetzt hier wirklich das Herz, das einfach Schmerz fühlt, was ist ein Thema von mir, vielleicht oder vor allem aus meinem inneren Kind, ein Thema wie Verlustangst, die Angst nicht geliebt zu werden, die Angst nicht gut genug zu sein und so weiter. Das ist der erste wichtige Schritt, dass du dich und deine Themen durch diese Erfahrung wirklich kennenlernst und damit viel Achtsamkeit diese identifizierst. Dabei geht es im Kern immer nur um eins, um Liebe. So, immer darum. Identifiziere, was nicht liebt, was Angst hat, sich nicht geliebt fühlt in dir, Liebe braucht und so weiter. Und lerne in diesem Prozess deines Trennungsschmerzes, dir selbst diese Liebe zu geben. Und das ist das Schöne an dem Schmerz, den du gerade durchlebst, an das Leid, das du gerade durchlebst. Das Leid hat einen Anfang, es hat einen Ursprung, es ist irgendwo entstanden, vor allem durch ein Momentum des Nicht-Geliebt-Werdens. Vielleicht in deiner Verlustangst wurdest du verlassen, im Stich gelassen oder Mama und Papa haben irgendetwas gesagt, du wurdest abgewertet und in vorherigen Beziehungen wurdest du nicht gut behandelt. Im Kern ist es immer dasselbe, ein Nicht-Geliebt-Werden, in der Folge entsteht in uns eine Angst und ein Schutzmechanismus, eine Bindungserfahrung. Und kommt es dann zur Trennung, so wird diese Bindungserfahrung wieder abgerufen und wir leiden extrem. Und dieses Nicht-Geliebt-Werden ist dabei ein ganz wichtiger Schlüssel, eine ganz wichtige Erkenntnis. Denn unbewusst hast du ein Muster, das sich durch die Bindungserfahrung, durch welche Umstände auch immer das entstanden ist, sich nicht geliebt fühlt oder Angst davor hat zu lieben und so weiter. Und es ist klar, was dieses Muster, so nenne ich es einfach mal, dann auch braucht. Liebe, Liebe, Liebe und nochmals Liebe. Ganz, ganz wichtig. Heißt, du hast die Möglichkeit, wenn das eben in dir jetzt so geöffnet ist, durch diesen Schmerz, ihn zu verarbeiten, bewusst zu verarbeiten, durch Liebe. Heißt, dass du diesen Schmerz in dir bewusst wahrnimmst und dort bewusst das reingibst, was diesen Schmerz überhaupt erst ausgelöst hat. Eine Erfahrung von, wie soll man sagen, nicht geliebt werden, vielleicht auch von Verlust oder jemand ist nicht für dich da und so weiter. Indem du einfach das, was da sich so schmerzhaft anfühlt,
liebst und nochmals liebst und immer wieder liebst und das in deinem Trennungsschmerz als einen aktiven Prozess für dich annimmst und wahrnimmst. Das heißt, immer wenn du in deinem Schmerzkörper bist, drückst du ihn nicht weg oder schiebst ihn weg, sondern nimmst ihn an, lässt ihn zu und gibst dort gleichzeitig so viel Liebe rein, immer wieder, wie du nur kannst, bis dieses innere Kind in dir, so nenne ich es mal, wirklich überzeugt ist. Früher ist etwas Negatives passiert und dann war dieses innere Kind auch davon überzeugt, dass das Negative der Wahrheit entspricht. Also musst du mit einer mindestens genauso starken Gegenenergie in dieses Ich liebe mich nicht Gefühl, was auch immer noch dahinter stecken kann, reinsprechen, dass du es liebst, dein inneres Kind. Für dein inneres Kind da bist, dass es nicht alleine ist, bis sich dein Unterbewusstsein oder dieses Muster in dir genau das abspeichert, es glaubt. Bis der Teil in dir, der nicht daran glaubt, dass er liebenswert ist, sich nicht liebt, daran glaubt, dass er auch alleine glücklich sein kann und so weiter, tatsächlich überzeugt wird. Darum geht es. Denn ein Teil in dir und gerade nach diesen Bindungserfahrungen, die Trennungserfahrungen, kann das nicht glauben und ist auch davon überzeugt, dass es nicht der Wahrheit entspricht. Und genau deswegen musst du diesen Teil in dir vom Gegenteil überzeugen. Davon überzeugen, dass du lebenswert bist, dass du nicht alleine sein musst, weil du für dich da sein musst, dass Angst vor Einsamkeit nicht notwendig ist, weil du nie alleine bist, denn du hast immer dich, dass du liebenswert bist, denn du liebst dich und so weiter. Das heißt, du musst da wirklich ein Muster formen. Früher wurde das geformt durch die Erfahrungen im Elternhaus oder was später eben im Leben passiert ist. Und jetzt bist du in der Verantwortung, dieses Muster neu zu formen oder hast die Möglichkeit und die Chance, weil du eben so nah dran bist an diesem Schmerzkörper, dort eine Veränderung zu schaffen. In der Praxis hieße das dann, immer wenn du einen ganz starken Trennungsschmerz in dir spürst, gibst du bewusst die Energie, die Affirmation, was auch immer, dort rein, die es braucht, um diesen Teil in dir, der da nicht an sich glaubt oder Angst hat vor Einsamkeit oder Angst hat vor Verlust, davon zu überzeugen, dass diese Angst nicht notwendig ist. Davon zu überzeugen, dass du dich liebst, geliebt wirst, Einsamkeit, immer jemand für dich da ist, du immer für dich da bist, du gut genug bist und so weiter. Schreib dir also diese Themen auf, die hinter dem Liebeskummer stecken und das noch intensiver machen. Zum Beispiel auf dem Blatt Papier, ich habe Verlustangst. So, ich habe Angst, im übersetzten Sinne, dass niemand für mich da ist. Und dann sprich rein, wenn diese Angst ganz stark ist, doch, hier ist jemand für mich da. Ich bin immer für mich da. Solange, bis diese Energie, die diese Angst hat, dass dann niemand da ist, wirklich überzeugt wird und auch wahrnimmt, dran glaubt, da ist immer jemand für mich da. Weil das Unterbewusstsein kann nicht wirklich unterscheiden, ist das jetzt der Ex-Partner, die Ex-Partnerin, ist das jetzt Mama, ist das jetzt Papa, ist das jetzt ein guter Freund oder bin ich das am Ende? Gehe also mit sehr viel Achtsamkeit durch deine Trennungserfahrung und nimm sie als eine bewusste Erfahrung wahr, die dir dabei helfen wird, dich besser kennenzulernen und vor allem diese Bindungserfahrungen aufzulösen, vor allem negative Bindungserfahrungen aufzulösen, um vielleicht eine Rückeroberung zu schaffen, eine noch bessere Beziehungsqualität zu bekommen und einfach mehr Lebensqualität zu erhalten, ins Wachstum zu gehen. Viele neigen im Liebeskummer dazu, in eine Art Opferrolle zu verfallen und sich der Lethargie hinzugeben, vielleicht auch ein bisschen depressiv zu werden und so weiter. Und das ist auch bis zu einem gewissen Grad schwer aufzuhalten.
Versuch aber trotz aller Umstände und diesem Schmerz, den du spürst, ich sag mal so, Haltung zu bewahren, was nicht einfach ist. Und viel eher mit Bewusstheit in diesen Schmerz zu gehen, durch diesen Prozess durchzugehen, mit Achtsamkeit reinzufühlen und es nicht irgendwie wegzudrücken. Aber nicht in diese Opferrolle zu gehen, weil dadurch löst du nicht, verschlimmerst nichts. Und irgendwann, wenn du diesen Prozess eben als einen Wachstumsprozess wahrnimmst, wird dir auch bewusst, dass es viel weniger etwas damit zu tun hat, was deine Ängste vielleicht ausdrücken, mit einem, ich bin nicht gut genug, ich bin nicht liebenswert und so weiter, je nachdem, was eben dahinter ist, als du eigentlich glaubst. Habe stattdessen wirklich Willenskraft in dir, die den Willen, das zu verändern, diesen Zustand aufzulösen, vor allem auch durch das Wissen über diese Liebeskummerverstärker, über die ich jetzt gerade gesprochen habe, aber auch wirklich diesen bewussten Umgang mit dem Trennungsschmerz. Und natürlich ist es erstmal schwer, glücklich zu sein, zu tun, als wäre man glücklich. Man ist es ja irgendwo nicht. Aber trotzdem kannst du versuchen, jeden Moment mit so viel Positivität anzugehen, wie du nur kannst, mit so viel positivem Mindset anzugehen, wie du nur kannst. Und sag mal so, das Beste aus der Situation rauszuholen, was gerade möglich ist. Und wenn du da Unterstützung brauchst, bin ich auch sehr, sehr gerne für dich da. Egal, was du möchtest, da kannst du einfach den Test, den Fragebogen ausfüllen, mir zuschicken und dann unterstütze ich dich von da aus. Sei dir auch bewusst, dass der Schmerz früher oder später nachlassen wird und das meistens nur eine Frage der Zeit ist. Und du ein klein wenig mitentscheidest, wie der ganze Prozess jetzt passieren wird oder ablaufen wird. Wobei auch positives Gedankengut ganz wichtig ist, dem Ex-Partner oder der Ex-Partnerin beispielsweise zu vergeben, statt weiterhin wütend zu sein. Zumindest gedanklich in diese Richtung zu gehen, weil uns das sehr dabei helfen kann, wirklich loszulassen. Oder auch dankbar zu sein für die gemeinsame Zeit, die ihr bisher hattet, statt zurückzuschauen und sich darüber zu ärgern, dass man mit diesen Menschen eine Beziehung eingegangen ist. Oder die Trennungserfahrung als eine Erfahrung dafür wahrzunehmen, dass wir uns weiterentwickeln, statt als eine Strafe, die für dich nicht gut ist. Das ist deswegen wichtig, da wir am Ende immer glücklich sein wollen und durch die Trennungserfahrung, meist auch gekoppelt an die Bindungserfahrung, von denen ich schon gesprochen habe, dafür sorgen, dass du jetzt in einem negativen Gefühl bist, mit dir selbst, mit dem Leben und Co. Und Trennungsschmerzen zu überwinden, heißt, wir müssen uns wieder glücklich fühlen und weg von dem Negativen. Und wenn du all das, was jetzt passiert, eben mit Positivität angehst, die richtigen Denkweisen hast, es mit Dankbarkeit siehst, es mit Vergebung siehst, und so weiter. Ja, wenn du auf diese Weise in die Trennungssituation reingehst und sie bewusst wahrnimmst, dann wird das passieren, was all dieses Gedankengut eben auch in sich trägt. Positivität, Glück und so weiter. Sprich Herz, Verbindung mit dem Herzen, um es mal so auszudrücken. Und das wiederum kann dir sehr dabei helfen, diesen Trennungsschmerz leichter zu überwinden. Denn schneller glücklich zu werden, glücklich zu sein, das fängt auch dabei an, dass wir uns bewusst auf das Glücklichsein, auf das, was glücklich macht, konzentrieren. Also Attribute, die dazugehören, Vergebung, Dankbarkeit, Selbstliebe, das Beste aus dem Moment machen und so weiter. Das sorgt dann dafür, dass auch der Trennungsschmerz schneller nachlässt, weil es uns schneller immer besser geht. Und dieses immer besser gehen hilft dabei, dieses Vergangene loszulassen und auch hinter sich zu lassen. Das schafft man natürlich nicht von heute auf morgen, aber der Prozess wird tatsächlich verschnellert, wenn du mit diesen Tools und diesen Methoden arbeitest. Lass die Trauer auch zu, lass sie raus, und
Geh halt ganz bewusst in den Schmerz rein, den du hast. Denn desto eher kannst du dich auch von Druck immer wieder befreien. Also drück's nicht weg wie ein Vulkan. Manche arbeiten das auch weg und es wird nicht richtig verarbeitet und irgendwann explodiert dieser Vulkan, sondern verarbeite den Trennungsschmerz auf gesunde Art und Weise. Wenn du dann fühlst, dass dann eben Druck in dir entsteht und es muss etwas raus, es muss sich etwas lösen, dass du das wirklich das ganz bewusst öffnest, da reingehst, zum Beispiel viel weinst oder ähnliches, das zulässt, dann auch wieder schaust, als bewussten Prozess das wahrnimmst, woher jetzt viel davon gekommen ist, was da sich geöffnet hat oder gelöst hat, vielleicht auch wieder innere Kindthemen und so weiter. Und das in diesem Prozess eben auch als ein Heilungsprozess wahrnimmst. Nehmen wir mal das Beispiel Verlustangst. Du hast Verlustangst aus dem inneren Kind, gehst es durch die Trennung hindurch und machst jetzt wieder diese Bindungserfahrung von Verlust durch die Trennung, also eine Verlusterfahrung. Dann hast du jetzt die Möglichkeit, diesen Schmerzkörper anders zu behandeln. Das Unterbewusstsein hat ja abgespeichert, wenn Verlust passiert, ist es ganz, 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 ganz schrecklich. Deswegen passiert die Trennung, es verliert Verlust und es fühlt sich ganz, 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 ganz schrecklich für dich an. Wenn du das jetzt aber veränderst und stattdessen dafür sorgst, weswegen Positivpsychologie jetzt gerade auch so wichtig ist, dass du extrem glücklich bist, extrem zufrieden bist, weil du es wirklich aus aller Willenskraft möchtest, speichert dein Unterbewusstsein ab, Verlust passiert, aber du bist trotzdem vielleicht nicht ganz, 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 ganz glücklich, aber trotzdem okay. Bis heute geht es nicht allzu schlecht, weil du mit viel Kraft dagegen arbeitest. Und dadurch kannst du dieses alte Verlustthema, dieses Verlustmuster überschreiben durch ein neues Muster. Das ist ganz wichtig. Heißt also, je positiver du durch deine Trennungserfahrung durchgehst, auch durch bewusste Aktion, desto leichter wird es dir fallen, auch innere Kindthemen auszuheilen oder aufzuarbeiten oder vielleicht auch andere Themen, die damit reingeflossen sind. Versuch also deine Trennungserfahrung mit den von mir genannten Vorschlägen zu durchlaufen und du wirst merken, dass dir tatsächlich Stück für Stück besser geht oder eine Besserung sichtbar ist. Dadurch, dass du eben bewusst an dir arbeitest und dir anschaust, was eine Trennung eigentlich auch noch ist, woher diese Schmerzen kommen und da gezielt reingehst und mit diesem Schmerz arbeitest und ihn auch im besten Fall transformierst. Genau, ansonsten kannst du mich auch unten gerne über den Fragebogen anschreiben, einfach ausfüllen, mir zuschicken, egal ob du eine Rückeroberung möchtest oder ob du den Liebeskummer überwinden möchtest, dann helfe ich dir von dort nochmal weiter. Und genau, ansonsten würde ich mich sehr freuen, wenn du ein Abo dalässt oder noch einen Kommentar. Und dann bis später. Ciao.